Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 1949 haben sich 12 Staaten zur Nordatlantischen Allianz zusammengeschlossen. Sie eint nach wie vor der Wunsch, gemeinsam eine friedliche, freie und sichere Welt zu gestalten. Zudem versichern sie sich gegenseitigen Beistand. Und das Bündnis verstand und versteht sich auch als Wertegemeinschaft der freien demokratischen Staaten. Und die NATO als Werte- und Verteidigungsgemeinschaft ist dabei so attraktiv, dass sich mittlerweile 14 weitere Staaten souverän und aus freien Stücken dem Bündnis angeschlossen haben. So war es auch bei den 12 Staaten aus Osteuropa. Und sie alle haben ihre Freiheit der Bündniswahl in Anspruch genommen. Und genau das tut nun auch Montenegro, das im Mai das NATO-Beitrittsprotokoll unterzeichnet hat. Warum nimmt die NATO Montenegro auf? Militärisch hat das kleine Land mit etwa 620.000 Einwohnern nur überschaubare Fähigkeiten und Ressourcen. Die Armee, bestehend aus Heer, Marine und Luftwaffe, hat etwa 2.000 Soldaten, verfügt über 16 Transportpanzer, 15 Mehrzweckhubschrauber und 5 Patrouillenboote. Der Verteidigungsetat beträgt 42 Millionen Euro. Auch kämpft Montenegro mit wirtschaftlichen Problemen, mit Korruption und organisierter Kriminalität. Allerdings ist das Land auch ein wichtiger Stabilitätsfaktor in der Region. Und Montenegro bekräftigt mit dem NATO-Beitritt, dass es zur Gemeinschaft der rechtsstaatlichen, pluralistischen Demokratien des Westens gehört. Und dieser Kurs wird auch durch die Parlamentswahl in Montenegro im Oktober bestätigt. Die Demokratische Partei der Sozialisten, des pro-westlichen Regierungschef Milo Djukanovic, hat mit 41% zwar die absolute Mehrheit verfehlt, aber ist doch als eindeutiger Sieger aus der Wahl hervorgegangen. Die größte Oppositionspartei, die pro-russische Demokratische Front, kam auf lediglich 20%. Und gerade angesichts der langwierigen Annäherung des Westbalkans an die EU ist die Aufnahme Montenegros in die NATO ein wichtiges politisches Signal. Wir machen damit deutlich, wer sich zu unseren Werten bekennt, kann Teil der Gemeinschaft werden. Und der Westbalkan gehört zur euroatlantischen Gemeinschaft. Und dieses Signal schwächt zugleich auch ein Stück weit den langen Arm Putins, der sich mehr und mehr nach den vermeintlichen Bruderstaaten des Westbalkans auszustrecken versucht. Denn insgesamt bedroht durchaus die aggressive Politik Russlands die europäische Friedensordnung. Und die dramatischen Entwicklungen im Nahen Osten und in Nordafrika zeigen auch die massiven sicherheitspolitischen Veränderungen. Die Bedrohungen haben insgesamt zugenommen. Und meine Damen und Herren, gerade in diesen Zeiten ist die Stärke der NATO gefordert. Nach außen, aber auch nach innen. Die NATO ist, wie ich eingangs gesagt habe, auch eine Wertegemeinschaft. Und die Grundlage für die NATO-Mitgliedschaft sind der Respekt vor der Verfassung, dem Rechtsstaat und den Grundfreiheiten. Und wir werden als Parlamentarier des Deutschen Bundestages nicht müde, immer wieder daran zu erinnern, gerade auch aktuell gegenüber der Türkei, wie wir dies auch vor 2 Wochen auf der NATO-Tagung in Istanbul deutlich getan haben. Sie waren ja nicht dabei. Kommende Woche tagt das NATO-Parlament in Washington. Aber unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA müssen wir uns in Europa unserer internationalen Verantwortung stellen und auch bereit sein, mehr Lasten zu übernehmen. Und hier müssen wir nicht nur mehr Geld investieren, sondern auch unsere Mittel wirksamer einsetzen, als wir das bisher getan haben. Aber die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik steht keinesfalls im Widerspruch, sondern in Ergänzung zur NATO. Denn angesichts der vielen internationalen Krisen und Konflikte brauchen wir ein starkes Europa und eine starke NATO. Mit Montenegro erhält die NATO ihr 29. Mitglied. Dass die NATO wächst und ihre Tür offen bleibt, stärkt die NATO und stärkt auch die Werte, auf der die NATO aufbaut. Und es fördert Friede, Freiheit und Sicherheit in unserer Welt
Und deshalb bitte ich Sie um Ihre Zustimmung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung. Vielen Dank.